So, da bin ich wieder und willkommen zurück zu Part 3 des Reggae-Specials. Moment, ich habe gerade die Musik nicht an, fällt mir gerade auf. Kleinen Moment, das beheben wir sofort. Gut, ah, perfekt, da sind wir wieder. Eine Story muss ich noch erzählen zum Thema nicht Graserfahrung, sondern Grasgeschichten halt. Oder geht es, ist das eine Graserfahrung? Ich weiß, ist auch egal. Eine kleine Geschichte eher, die mir jetzt auch so spontan noch eingefallen ist. Und damit würde ich dann auch das Thema so weit abschließen. Die Geschichte spielt im Zeitraum vom ersten Mal probiert bis zum letzten Mal probiert, also irgendwo dazwischen. Da war ich mit einer guten Freundin auf der Brückstraße. Man muss dazu sagen, die Brückstraße ist bei uns sehr bekannt. Mittlerweile nicht mehr so, aber früher war sie halt bekannt für den Punk-Treff und für die richtig, also wenn du was richtig Assiges sehen willst, in Anführungsstrichen Assi, das ist natürlich immer je nachdem, wie man sieht, dann bist du früher auf die Brückstraße gegangen, weil da hingen wir halt alle ab und da fuhr auch. Moment. So. Und da fuhr halt auch immer die Polizei durch. Dieser Streife gefahren halt und hat geguckt, ob alles gut war. Und die gute Freundin von mir, so wie ich, wir haben uns von irgendwoher Gras besorgt und haben dann da haben uns in so eine in so einen Türeingang, in so einen Hauseingang gesetzt und haben halt gechillt, ein bisschen gelabert. Wir waren auch schon high genug, um alles lustig zu finden. Also grundsätzlich alles war lustig, alles war super. Und wir haben halt angefangen zu rauchen und uns super unterhalten. Und auf einmal fuhr diese Polizeistreife total langsam an uns vorbei. Da ich auf der anderen Ecke saß, habe ich das gar nicht realisiert. Und die Bekannte oder die Freundin von mir, Scheißhaufen wurde sie genannt. Das ist Punk-Namen halt, ne? Also Scheißhaufen. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig hieß. Ich glaube, irgendwas mit N, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe in ihrem Blick gesehen, dass sie ja zur anderen Seite gucken konnte, in diesem Hauseingang, dass irgendwas nicht stimmte. Und ich sagte noch so witzig: So, was los? Hast du was gesehen? Und sie so: Bullen. Und ich so: Ja, das ist natürlich ungut, habe noch einen weiteren Zug genommen. Was machen wir denn jetzt? Joint weitergegeben, sie gezogen. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wieder gezogen, zu mir zurückgegeben. Boah, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Keine Ahnung, lass einfach mal hier chillen. Weil wir hatten gerade so ein, ja, egal-Feeling halt einfach. Auf jeden Fall fuhr die Polizeistreife super langsam uns vorbei. Und ich hatte das Gefühl, als hätten die uns auch echt gesehen, die hätten uns sehen müssen einfach. Weil die haben auch genau vor uns gehalten, sind ausgestiegen und haben überall Personalkontrollen gemacht. Überall, nur nicht bei uns. Und wir saßen da ganz perplex, mit dem Joint in der Fresse halt einfach. Wir haben uns angeguckt. Wir haben nicht gerafft. Wir haben hundertprozentig nicht gerafft, was da gerade vor sich geht. Im Nachhinein sind die wieder abgedüst. Sehr, sehr viele Leute haben Platzverweis bekommen und wir saßen einfach einen Zentimeter neben dem Bullenauto. Ein Polizeiauto, sorry, alte Angewohnheit. In diesem Hauseingang. Und wir kamen auf diese Situation gar nicht klar. Also wir sind sowieso nicht mehr klargekommen, sonst hätten wir wahrscheinlich auch geistesgegenwärtig vielleicht den Joint zumindest versteckt, aber nein, wir einfach offen weitergeraucht. Die haben uns de facto nicht gesehen. Die haben uns einfach in diesem Hauseingang nicht gesehen. Und das war noch so eine Geschichte, die ich abschließend vielleicht sagen muss, oder sagen wollte. Und dann möchte ich nochmal drauf hinaus. Genau, auf Statements in Reggae-Musik. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Reggae-Musiker, sorry, die reden hier von legalisiert Gras und hoffentlich ist Gras bald frei, sodass jeder rauchen kann. Aber dann gibt es auch so eine Gegenbewegung und die finde ich sehr, sehr sympathisch. Die ist so ein bisschen auf Open Mind und so, weißt du? Das wäre zum Beispiel auch Mono und Nikita, man, die einen super Song gemacht haben. Gras ist legal, heißt der, glaube ich. Und da geht es dann halt darum, dass sie beschreiben: Überleg mal, wenn Gras legal wäre, wenn das verstaatlicht würde, es würde herbe viel kosten. Du könntest dir das, wenn überall, wann du willst, einfach an der Tanke holen.
Und das ganze Feeling wäre einfach mal so weg. Es wäre einfach nicht mehr dasselbe. Und das sind halt so Denkanstöße. Es wird ja auch mittlerweile diskutiert, ob man Gras legalisieren sollte, ob das was hilft. Pro wäre natürlich, wenn es legalisiert wäre, dass nicht jeder seinen Scheiß da reinmischen könnte. Weißt du, du hättest halt kein gestrecktes Weed mehr. Aber ich persönlich finde, Gras sollte nicht legalisiert werden. Einfach weil dann dieses ganze Mysterium, es würde verschwinden einfach. Der ganze Kult würde verschwinden und es würde zu einer Massenalltagsdroge werden, im schlimmsten Fall. Und das wäre halt nicht dafür, wo es eigentlich für gedacht wäre, weil eigentlich ist es ja dafür gedacht, dass du ein bisschen abchillst. Dass du halt ein bisschen deine Sorgen vergisst. Ist die Musik aus? Da kommt noch ein Lied, ich weiß es gerade nicht, müssen wir mal gucken. Ansonsten hätten wir jetzt genau ein Problem. Nee, scheint aus zu sein. Müssen wir gleich mal gucken. Oder weißt du was? Ich gehe nochmal kurz auf YouTube. So. Die ersten zwei Lieder hatten wir sowieso nicht drin. Okay. Und im tiefsten Sinne hat Gras, es ist halt was Spirituelles irgendwie und hat halt so ein Kult halt und ich finde, man sollte es nicht kaputt machen, man sollte es nicht legalisieren. Dann gibt es so Leute, so Musiker wie Melomark, auch sehr, sehr bekannt und einfach perfekt, ein super Künstler. Und der singt auch halt, in welchem Lied sagt das? I Don't Smoke, genau. I Don't Smoke heißt das Lied meines Wissens. Und er sagt halt einfach, dass... Danke, Moment. Und er sagt halt einfach, dass man auch ohne Drogen frei sein kann. Dass es über die Musik geht. Dass man halt durch die Musik das High kriegen kann. Wisst ihr, wovon ich rede? Bin mir da nicht ganz sicher. Muss mal gleich hier den PvP-Soldier fragen, ob er Bock hat mitzukommen. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen größer als wir. Ah, perfekt. So, okay, dann buffen wir den erstmal noch ein bisschen hoch. Okay. Dann kriegst du den. Okay, ja, dann willkommen im Team. Ich glaube, wir haben mit dem auch schon mal gespielt. Und er hat gerade eine Ratte getötet. Super. ich weiß gar nicht, ob der... kommt er von YouTube? Ich weiß es nicht. Aber lass mal wieder back to topic gehen. Ein bisschen. Aber... Du bist ein... Nee, du bist ein Warrior? Wie sah das nochmal aus? Wie sah das Tank... Nee, du bist ein Tank. Okay, ich hab's. Warte, dann müssen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen die Effekte hochstellen. Also auf jeden Fall nochmal, um das abzuschließen... Oh, ist viel zu spät. Und Party-Chat wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay. Also jetzt bin ich natürlich... Das war nebenbei der Grund, warum ich diese Folge nicht angekündigt habe, weil wenn ich mich jetzt auf jemand anders noch konzentrieren muss, komme ich halt einfach echt raus ein bisschen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Habe ich irgendeinen Buff nicht drin? Die Standardfrage eigentlich. Ich glaube, ich habe mich ja gerade aufgewacht einfach nur. Okay. Ich muss jetzt gerade nochmal über... Genau, auf eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch hinaus. Jetzt wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. Danke für den Einwand. Was natürlich... Moment, wir fangen anders an. Ich möchte abschließend sagen, ich finde A, um das auf den Punkt zu bringen, Gras sollte nicht legalisiert werden. Ich finde, man sollte mit Gras nicht anfangen, generell mit illegalen Drogen nicht. Wenn man es tut, sollte man es in einem guten Rahmen halten und sich nicht zu doll damit abschießen. Und jetzt wollte ich natürlich noch auf ein Thema kommen, weil ich habe mir irgendwann
da war ich aber schon ein bisschen mehr aus dem Reggae raus so. Bin ich auf die Idee gekommen, dass ich sehr, sehr gerne Dreadlocks hätte. Das Bild kann ich euch jetzt wirklich verlinken, kommt dann ganz hinten rein. Zu Not kann ich auch vor. Und, warte. Dann lass uns noch die große Runde hier nehmen. Okay. Ich kam auf jeden Fall auf die Idee, mir Dreads machen zu lassen. Ich habe echt lange überlegt. Und auf YouTube gibt es sehr, sehr viele Leute, die, die zeigen, wie man Dreads halt macht. Und irgendwann, ich habe mir gerade die langen Haare abgeschnitten, die sind wieder ein bisschen lang gewachsen dann wieder. Die waren auf, puh, ich und Zahlen, ne? Du wisst ja mittlerweile. Ich sag mal, sie waren ein bisschen über so auf Nasenhöhe waren die gerade. Und das sah halt extrem blöd aus, fand ich persönlich. Und ich wollte halt irgendwas machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mach sie einfach Dreadlocks. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nur einen Nebenjob, von daher ging das total klar. Weil, Raster ist ja was anderes. Dreadlocks haben ja halt, leider... Ja, oder ich sag's anders. Viele Leute halten Dreadlocks ja für schmutzig. Und das ist halt immer so das, wo du drauf aufpassen musst, auch wenn du irgendwie, dir einen Job suchen möchtest. Mit Dreadlocks oder auch halt mit ausgefallenen Frisuren ist es immer ein bisschen schwierig, aber vor allen Dingen Dreadlocks gelten ja halt als nicht reinlich. War mir halt in der Situation egal, ich wollte es einfach mal testen. Und hab mir dann halt Videos angeguckt von irgendwelchen Leuten. Ich habe da auch eine ganz, ganz gute junge Dame gefunden, die das echt extrem gut erklärt hat. Wie man das macht, wie man die pflegt. Und auch Vor- und Nachteile halt von Dreadlocks und so. Und eines Abends saß ich dann an meinem PC, hab mir meine Haare angeguckt und dachte, okay, jetzt ziehst du es einfach durch. Da weiß ich noch genau, ich habe mir von Mellomark, von dem habe ich ja gerade schon geredet, habe ich mir eine Playlist angemacht auf YouTube. Könnt ihr bei Klinge auch mal gucken, wenn euch das interessiert, wer das ist, was der so singt. Aber ich empfehle euch auch halt echt Mono Nikita Mann, um das mal anzugucken. Und hab angefangen, mir die Haare zu filzen. Ich hatte, normalerweise hätte man sich das richtig einteilen müssen. Also man hat immer so ein paar Strähnen rausgezogen. Ich hatte dann mit Zopfgummis, habe ich mir dann wahllos ein paar Strähnen zusammengesucht. Mal dicker, mal dünner, war mir eigentlich scheißegal. Ich wollte aber auch nicht so ganz, so ganz gepflegt will ich nicht sagen, aber ich wollte es nicht so ganz strukturiert haben. Es gibt ja nochmal die, die Sache Natural Dreads und halt nicht Natural Dreads, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, meine waren halt die nicht Natural Dreads, weil Natural Dreads sind halt, du wuschelst dir die Haare zusammen, also du verkrüsselst die einfach wahllos, ziehst dir über ein paar Monate lang eine Mütze auf und guckst halt, was draus wird. Und wenn du erstmal diesen Grundfilz hast, dann, dann guckst du halt, wie es läuft. Dann hast du hinterher halt so Dread-Platten halt einfach auf dem Kopf. Finde ich in den meisten Fällen nicht so hübsch, aber jeder wie es mag. Auf jeden Fall habe ich angefangen, mir die Dinger zu flechten und zu filzen. Und lief dann auch irgendwie, aber es ist echt eine Heidenarbeit. Das glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man es so sieht. Und ich habe es dann echt nur geschafft, mir die eine Hälfte einigermaßen anzufilzen. Und Dreads, sagt man so, Pi mal Daumen, brauchen ein Jahr, um wirklich fest zu werden, um wirklich gut auszusehen. Achso, willst du nicht haben? Okay, dann nehme ich die zweite auch. Und ja, dann bin ich erstmal 2 Tage lang, musste ich mir eine Mütze aufsetzen, weil ich halt einfach nur eine Seite Dreads hatte, die andere Seite noch richtiges Haar. Und das sah extrem scheiße aus. Irgendwann, das weiß ich noch, saß ich mit meiner Ex-Freundin dran. Die hat mir dann auch halt die hinteren ordentlich gemacht, weil da kommst du halt sehr, sehr schlecht einfach nur dran. Und wir saßen zusammen und haben uns von Stephen King Shining reingezogen. Das ist ja ein sehr, sehr langer Film. Ihr tat noch hinterher echt schon die Finger weh von diesem ganzen Zwirbeln und Kurbeln. Und so bin ich halt an meine Dreads dran gekommen und die hatte ich auch echt eine ganze Weile. Ich verlinke euch dann nochmal ein Bild ganz am Ende, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, und Dreads
kann man pflegen. Dreads sind nicht gleich unsauber. Zum Waschen eignet sich Kernseife sehr gut. Also ich habe meine Dreads, für die Leute, die es interessiert, nicht behandelt. Ich habe da weder Kieselerde drauf gemacht, was man ja auch machen soll, noch habe ich irgendwas anderes, keine Ahnung, ich habe keine Spülung, das sollte man ja sowieso nicht, weil dann entfilzen die ja wieder. Wichtig bei den Dreads ist, die ersten 2 Monate, und das ist halt echt ein bisschen grenzwertig, sage ich mal, sollte man die Haare nur mit Wasser waschen und nicht mit irgendwie anderen Zeugs. Ich habe es leider, weil die Kopfhaut so gejuckt hat, keinen ganzen Monat ausgehalten, aber im Endeffekt ist es scheißegal. Und ab dann habe ich halt immer nur noch mit Kernseife die Haare gewaschen, aber es funktioniert. Und Kernseife hat den guten Nebeneffekt einfach. Oh, guck mal hier, da hat er Power of Guard direkt angemacht, da war er ein bisschen vorsichtig. Ha, super. Aber gut reagiert an der Stelle. Und ich finde, hört euch halt gerne die Videos an, wenn ihr vorhabt, euch irgendwie Dread zu machen oder wenn euch das interessiert. Viele Videos sind nebenbei auch spannend, auch wenn man keine Dreads hat, weil ich habe die lange angeguckt, obwohl ich gar keine Dreads hatte. Wenn ihr vorhabt, Dreads zu machen, hört nicht unbedingt auf die Leute, die sagen, man muss das großartig behandeln. Einfach machen und circa einen Monat nur mit Wasser waschen, ohne irgendwelche Mittel. Und ab dann mit Kernseife und dann läuft das eigentlich. Ich hab, ich bin halt auch sehr darauf fixiert, das wirklich schön zu haben, weißt du? Also, guck mal, ich kann jetzt auch so drauf... Ach, schon zu spät. Okay. Ich kann ja auch meine AOEs draufhauen, fällt mir gerade ein. Ich war halt so ein Typ, ich wollte es halt immer perfekt haben. Ich habe mir jedes lose Härchen wieder reingedrattet, quasi. Ich fand im Nachhinein, sie sahen auch echt ganz gut aus, im Vergleich zu anderen. Und als ich die dann hinterher 1,5 Jahre oder lass es 2 Jahre später rausgemacht habe, habe ich die mal aufgeschnitten. Also in der Mitte die Dreads aufgeschnitten, um zu gucken, was drin war. Und ich muss sagen, Dreads, ganz ehrlich, sind nicht dreckig. Man muss halt echt aufpassen, dass man nicht im Sommer durch irgendeinen Blütenregen läuft oder so, hat man halt die ganzen Blüten in den Haaren. Und das ist auch halt das Problem mit dieser Kieselerde. Kieselerde soll zwar ganz gut sein, ich bin blöd, aber du kriegst sie halt echt schwierig wieder raus. Habe ich aber auch gar nicht benutzt, von daher läuft das eigentlich. Und ansonsten gibt es da meines Wissens nicht viel, was man falsch machen kann. Also sollte jemand das Bedürfnis haben, sich Dreadlocks zu machen, einfach anfangen. Und nebenbei, ich habe jeden dritten Tag habe ich mir die Haare gewaschen, für die Leute, die es interessiert. Weil das heißt ja auch halt, dass man das nicht mehr so oft machen darf, das stimmt nicht. Ich habe mir vorher jeden zweiten Tag die Haare gewaschen, mit Dreads war es der dritte. Und das Schöne an den Dreads, meine Kopfhaut, die hinterher sehr, also die war vorher sehr anfällig halt. Und die hat sich aber ein bisschen dran gewöhnt halt, dass das, man hat halt an den Dreads, wenn man die macht, man hat die Kopfhaut strapaziert, weil man hat die halt gezogen, gezupft. Und die Kopfhaut generell ist bei Dreadlocks sehr, sehr strapaziert. Ich weiß nebenbei nicht, ob ich den Raum schon machen kann. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gleich mal drauf achten, ob wir XP bekommen. Wo war ich? Ja, und meine Kopfhaut war danach so abgehärtet, dass sie echt weniger gefettet hat. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Nebeneffekt. Mal auch weg von diesen ganzen Shampoos, wo ja auch mitunter Chemie drin ist. Nee. Oder hat das XP gegeben? Ich glaube nicht, ne? Oh doch, doch, doch. Okay. Was machst du eigentlich hier? Mal so nebenbei gefragt. Weil mir jetzt nach den Dreads sind mir auch ein bisschen die Themen ausgegangen. Ich denke mal, ich mache hier einen Cut einfach. Und dann wird es ab jetzt wieder eine normale Folge. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns gleich direkt wieder. Bis dann schon.